Folge 219 von Simotrans. Ja, wir wollen ein Zementwerk bauen und brauchten dafür Zufallszahlen. Ich habe mal den Zufallsgenerator angeschmissen und der hat mir zwei Zahlen rausgeschmissen. Die waren 273 auf der langen Kante und 270 auf der kurzen Kante. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo die lange Kante ist und wo die kurze Kante ist. Und ich habe wieder WASD genommen, was dann auch nicht richtig ist. Also so ist er, glaube ich, länger wie so. Das heißt, wir brauchen die 273 so und die 270 so. Und ich würde mal sagen, das muss ja irgendwo hier vielleicht in der Mitte sein. Gucken wir mal nach. Was sagt da uns Simotrans? Na, nicht ganz, aber... Also landen wir da auch im Wasser? Ich glaube schon, ne? Ah, ne. 270. Ah, das muss hier irgendwo sein, oder? Gar nicht mal so schlecht hier, oder? 273. Diese Reihe. Und dann noch nach da. 270, das muss hier irgendwo sein. Da. Gut, dann kommt das dahin. Müssen wir hier mal gerade umschalten, ne? Müssen den Editor machen. Müssen den Editor machen. Müssen hier Industrieanlage bauen machen und dann das Zementwerk suchen, was hier unten hier irgendwo war. Das war das, ja. Und dann müssen wir hier nochmal den Punkt suchen. 273, 270. Zack. Ah, dieser Boden ist ungeeignet. Alle Klimazonen natürlich. Passt dann, oder? Zack. Da ist es jetzt. Gut, dann haben wir das Zementwerk gebaut. Verpackungshersteller ist ein Lieferant. Kohlebergwerk und noch ein Kohlebergwerk. Und das Baustofflager ist... Derjenige, der es braucht, ne? Für die Teile. Gut, dann haben wir das schon mal. Verpackungshersteller ist ja um die Ecke. Kohlebergwerk. Ist ein bisschen weiter weg, glaube ich. Und das auch. Wo war denn das Kohlebergwerk jetzt? Ah, das ist gar nicht mehr so weit weg. Cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine Verbindung von da nach da noch. Weil Zement ist ja eine schwere Ware. Ach, da ist eine Straße. Ich dachte, das wäre ein Zug. Na, das ist doof. Dann müssen wir hier weiter lang fahren. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Wir müssen wieder rumswitchen. Und zwar da schließen. Können das hier alles auch schließen. Und haben jetzt wieder unseren User ausgewählt, mit dem wir dann die Gleise bauen werden. 160er und die Reise geht dann hier los, würde ich sagen. Bleiben wir auf der Ebene. Ah ne, wir müssen sowieso eine Ebene hoch, also wäre egal, wo wir hochkommen. Dann würde ich es tendenziell dazu neigen, das so zu machen. Und dann schauen wir mal, dass wir da eine Anbindung bekommen, oder? So. Machen wir das da so hin, oder? Oder da? Ich glaube, wir machen es da hin. Müssen das aber noch verbinden, weil das war noch nicht verbunden. So, dann gucken wir gerade nach Prellböcken, aber es sind keine da. Alles ist gut. So, das heißt, wir haben das so weit hingekriegt schon mal. Das heißt, hier muss noch ein Bahnhof hin. Machen wir den. 5 oder 6. Ich weiß gar nicht, wie viel da oben ist. 5. Dann lassen wir das mit 5. Dann ist das erstmal gut. Dann schauen wir mal. So, Verbindung muss irgendwo her. Wir brauchen Steine, Sand, Kohle und Verpackungsmittel. Das war die 5 auf der Tastatur des Ziffernblocks. Also, Verpackungsmittel ist ja gleich um die Ecke. Kohle, Sand
und Steine. Sand und Steine haben wir nicht. Das bedeutet, wir müssen das nochmal basteln, ne? Jetzt die Frage, was... Nee, den Zug setze ich jetzt noch nicht ein. Wir müssen erstmal die Sandgrube haben. Weil da haben wir ja keine. Und einen Steinbruch haben wir auch nicht. Das heißt, wir müssen doch noch hier wieder hin. Warte mal, das können wir erstmal schließen. Gucken wieder hier rein. Hier rein. Industrien. Da. Und dann schauen wir mal nach Sandgrube. Sandbaggersee. Sandgrube. Sieht so aus. Sandbaggersee finde ich viel cooler wie die Grube. Das mit dem Baggersee finde ich voll geil. Das sieht stark aus. Red Rabbit hat das gemalt. Sehr schön, ne? So, diesen Schwimmbagger. Krass. Okay, dann brauchen wir Zufallszahlen. Da kümmere ich mich gerade mal drum. Und zwar... nee, nicht so... 155 auf der langen Seite und 178 auf der kurzen Seite. Gut, haben wir ausgewählt, machen wir diesen Haken gleich schon rein und dann müssen wir da suchen, wo wir hin müssen. Das muss also nach oben sein. 178... der lange war 155, also noch weiter nach da, aber nicht mehr viel, das ist dann schon hier. Und der kurze war 178, also in diese Richtung. Warte mal, 155... Das ist doof mit dem großen Fenster daneben, ne? Aber ist halt so. Warte mal, die lange Seite war 155. Das bedeutet, wir sind hier irgendwo. Und die kurze Seite 178. Das ist dann hier irgendwo. Passt. Zack. Da hat's jetzt die Grube gegeben, den Baggersee. Achso, wir können gleich hier bleiben, weil wir müssen ja noch Steine kloppen. Steinbruch. Stahl, Steinbruch, da ist er. Den Haken setzen und wir machen wieder zwei Zufallszahlen. Erstmal die lange Seite, 440 und die kurze Seite, 54. Das ist wohl ganz anders. Das müsste da... Oh, falsches Fenster. Da hat er mir noch nicht den Fokus hier reingesetzt. Ich glaube, wir müssen diese Richtung, ne? 200, 751, 440. Ja, gehen wir erstmal diese Richtung noch. Könnte sein, dass das da irgendwo bei dem Dingens ist. Wie heißt es? Bei diesen Denkmälern da, diesen hier, da, hätte ich jetzt gesagt. 54. Ja, die Ecke da unten, die ist total unbewohnt. Würde ich sagen, wenn da überhaupt was ist, vielleicht auch Wasser. Okay. Da gibt's auf jeden Fall Land. 440. 54. Passt. Zack. Weit, weit weg. Von jeglicher Zivilisation. Gut, dann haben wir das da hingesetzt und müssen dann da irgendwie das bewegen. Ja, was ist denn hier unten? Oh, hier werden Aliens erforscht oder was?
Ne, Leuchtturm, okay, auch sehr krass. Ach so, wenn man näher ran. Ach, da sind zwei Sachen nebeneinander. Oder, nee, das ist irgendwie so eine Dingens. Teepot gibt es unter den diversen Städten einen Riechen mit Blick auf die Ostsee. Ein Souvenirladen und ein kleines Museum. Der Leuchtturm leuchtet seit 1898 in den Schiffen sowie Urlaubern, Feierwütigen und dem Klabauter Mannheim. Aha. Boah, Passagieraufkommen 120, Postaufkommen 120. Da ist ja richtig was los. Ja, müssen wir mal überlegen, ob wir das da nicht erschließen, ne? Mit einem Passagierdampfer und mit einem Postschiff. Okay, aber wir sind jetzt erst hier und müssen das jetzt verbinden. Jetzt haben wir die Steine. Warte, aber Steine ist ja definitiv klar. Zementwerk Süddeutsch ist klar. Das funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie schließen wir es an? Ich würde es definitiv mit Schiffen machen, weil alles andere wäre jetzt Blödsinn, oder? Ja, hier ist ja auch dann der Leuchtfeuer. Dann würde hier der Hafen am besten hinpassen, oder? Und, oder hier. Ich glaube, wir bringen da LKWs hin mit Fahrbahn, mit Fahrzeug. Mal kurze Strecke geht, ne? Würde ich sagen, oder? Straße bauen wir also von hier nach da. Machen wir mal von hier nach da. Einfach eine gerade Straße. Passt. Bauen da. Warte mal, wo muss er holen? Hier. Zwei Stationen hin. Oder? Ja. Und hier unten machen wir nur eine. So, das ist da und da und da. Dort oben kommt so ein schickes Parkplatzschild hin, ne? Ne, Privatstraße, okay. Also, warte, wir sind hier schon richtig, müssen aber hier noch mal gerade einen so einen machen. Und das ist Post. Ja. Straßentunnel, Kopfsteinpflasterstraße. Okay, ich habe schon verstanden. Das können wir alles wieder wegreißen. Haben wir falsch gemacht, wir haben nicht geswitcht. Straße. Abreißen. Das war verkehrt. Wir haben das Ganze gerade mit, sag schon, dem öffentlichen Städtebau gemacht. Und das ist das Falsche gewesen. So, jetzt kommen wir dann da richtig. Und dann machen wir nochmal eine Straße. Unsere Straße sozusagen. So. 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 Passt. Wo fahren die los? Da oben. Also da ein Depot hin. Fahrzeugdepot dahin. Und dann das dahin. Und dahin. Und das dahin. Ne, so schon richtig. Dann brauchen wir noch Schifffahrt. Mach den mal zu. Und ein Pier, Schiffsdepot brauchen wir nicht. Ein Pier brauchen wir, Schiffsdepot, ne? Kanal, man hätte natürlich einen Kanal bauen können, ne? Wäre auch mal interessant gewesen. Wo ist er denn? Da ist er. Holzhafen. Stückguthafen. Frachthafen. Frachthafen. Ölhafen. Schüttguthafen. Das ist doch das, was wir hier brauchen. Gut. Passt, oder? So. Das bedeutet,
Erstmal ein Auto auf der Straße, beziehungsweise ein LKW. Steine. Da sind die passenden Auto. Mit dem Auflieger geht's auch. Zwölf und der hat 17. Ach, da ist noch einer. Wie schnell fahren die denn? Der fährt 90. Ich nehme den, oder? Ich hoffe, der Anhänger geht dahinter. Natürlich nicht. Na komm, dann mach das gleich so. Der geht, wunderbar. Und Fahrplan. Von da nach da. Obrus. Weil der Wald ist der Hafen. Okay, das heißt, oben muss 100% sein. Das wird eine neue Linie. Die Linie heißt Steine. Und da machen wir vorne LKW davor. Schuss. Jetzt weiß ich nicht, ob er das gemacht hat oder nicht, aber wahrscheinlich nicht. Hab die Steine nicht umbenannt. Ach so. Schließen wir das mal. Und das hat wieder nicht geklappt. Keine Ahnung, warum nicht. Das ist doch. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie es geht, aber ist egal. Kopier den und starte den und starte den. Und dann nochmal den da. Verkaufen. Fertig. Einmal in die Linie. Kannst du hier erstmal löschen. Oh, LKW Steine hat wohl geklappt dann noch beim Umbenennen, oder wie sehe ich das? LKW Steine klappt da gut. So, dann müssen wir nach Riedenburg. Es war ein weiter Weg, aber ist halt so. Also, warte mal, das bringt uns jetzt nicht so viel weiter, weil wir müssen erstmal gucken, dass wir da unten auch irgendwo Schüttgut anliefern können, ne? Also, das wäre ja hier irgendwo. Was ist das für ein Hafen hier? Ach, das ist Straße sowieso. Tendenziell neige ich dazu, den dann hier hinzubauen, noch einen Schüttguthafen. Das macht ja anders keinen Sinn sonst, oder? Ja, machen wir hier. Nochmal Straße bauen. Noch da. Ja. Hier muss ein Depot noch hin. Und hier. Ah, falsch. Und nochmal die Straße. So wollte ich es haben. Schildchen dahin. Passt. Depot dahin. Passt. Und Ladestationen, nein. Passt. Dann können wir das zumachen. Können hier reingehen. Gehen hier auf LKW. Der war das. Ein Schüttgut-Anhänger.
Der war das. Machen einen Fahrplan. Von da nach da. Das werden 100%. Müssen da eine neue Linie rausmachen. LKW, Steine, Zementwerk. Passt. Neue Linie. Jetzt haben wir da, glaube ich, noch eine neue Linie oder so. Kann das sein? Schließ das mal. LKW, Steine, Zementwerk, Schuss. Kopieren. Hat mich nicht weitergebracht irgendwie. Starten, starten. Schließen. Hier aufmachen. Löschen. Umbenennen. Steine, Zementwerk. Schuss. Passt. Beide warten, bis Ladung kommt. Haben wir. Jetzt das Schiff. Das gibt's hier. Schiffe. Ach, macht er nicht. Dachte, ich könnte jetzt mal Steine auswählen, aber. Steine sind da. Dann haben wir hier eins. 140 Tonnen, 180 Tonnen, 400 Tonnen. Ja. Kostet uns. Wie schnell? 19, 15, 13, 19. Einer. Und Fahrplan ist dann. Okay, ist gar nicht hier auf der Karte drauf. Ist dann da. Nach. Ah, hat gut geklappt. Schütt gut war das. Passt. Schließen. Jetzt brauchen wir nur den Fahrplan von dem Ding. Mach das mal zu. Oh, habe ich gar keinen Fahrplan? Doch, da ist er. Hinzufügen. Den. So, er lädt. Oben wieder. 100%. Das muss eine neue Linie sein. Ich muss das hier anklicken. Motorschiff. Steine. Enter. Enter. Ich weiß nicht, wie es geht. MS Steine. Hat wohl geklappt. Können wir da schließen. Und können da starten. So. Dann sind die Steine unterwegs. Und hier oben müsste jetzt. Die Karte ist so groß und shit. Ich komme jetzt hier unten noch nicht mal an den Greifer dran, oder? Kann das sein? Das ist ja voll doof, ne? Das fahren die LKWs, wie wir sehen. Da sind sie beide unterwegs. 400 Tonnen oder was das waren, hat der geschafft. Und wir beschaffen die 20. Das heißt, die fahren 20 Mal. Also 10 Mal fahren die, dann ist das Schiff voll.
Ja, lass erstmal so, wir können das irgendwann ja optimieren, denke ich mal, oder? Ich würde jetzt schon fast das zweite drauf machen, aber erstmal lass es gut sein. Wir müssen den Sand erstmal auch dahin haben vom Baggersee. Gut, aber ich würde sagen, die Baggersee-Geschichte, die machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.